Hallo und herzlich willkommen bei Civilization 6 Let's Play auf Gottheit und mit den Ungarn. Tja, da oben haben wir das Barbarenlager noch nicht gefunden, aber wir haben einige Barbaren schon mal ausgelöscht und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen weitergehen, was zu suchen und dann hätte ich doch mal Lust, so langsam mal Richtung Jaroslawl zu ziehen. Dafür würde ich dann mal gucken, dass ich die Einheiten verbessere. Wir haben ja da auch noch diese Berufsarmee-Karte drin, womit wir dann die Einheiten zum halben Preis verbessern können. Das sollten wir auch noch einsetzen, um diese Einheiten hier unten noch mal ein bisschen zu verbessern. Gleichzeitig müssen wir natürlich dabei auch aufpassen, dass wir nicht so ein Opfer der Russen werden, die hier überall rumstehen, weil da und da steht eine russische Einheit und da oben stehen auch zwei. Ich glaube, die können wir relativ fix dann abschießen, aber trotzdem, da müssen wir trotzdem einen Blick drauf haben. Genau, da schauen wir jetzt mal weiter und gehen direkt in die nächste Runde. Positive Nachrichten von Teddy Roosevelt, dem Rough Rider. Und Russland dagegen schaut immer noch auf uns herab. Gucken, wie lange er das noch macht, falls wir doch mal in Richtung seiner Städte kommen. Die Sternenkunde ist es, die eine sieht. Okay, Fortschritt für den Kolonialismus. Der ist da, genau. Ah, da können wir die beiden Sachen, glaube ich, uns darum nochmal kümmern. Der hat nur eine Ladung. Ja, da muss er die wahrscheinlich nehmen. Ja, er hat relativ... Obwohl er gar keine Mauern hat, ist er da doch relativ stark schon. Also, wo gehen wir jetzt in der Forschung im nächsten Schritt weiter? Wir hätten die Massenproduktion. Da könnten wir die Schiffswerft bauen. Und die könnten wir dann in 1, 2, 3... 4, 5 Städten, ja. Könnten wir schon in einigen Städten dann auch einsetzen. Das hätte dann schon was. Wir brauchen natürlich auch wieder Gold. Gold ist immer so ein Ding. 86 haben wir aktuell. Der Freibeuter, der kann mal weiter gucken, weil der kann ja vielleicht sogar dann bei denen auch ein bisschen was erbeuten und dann auch ein bisschen Geld in die Kassen schicken. Der bleibt da. Ist auch noch längere Zeit ausgehoben, bleibt ebenfalls da. Der Handwerker hat 4 Ladungen. Der hat auch 4 Ladungen, das passt. Der repariert. Zwei Runden wäre dann, ne? 1, 2, 3. Ja. 2 Runden wäre es dann fertig. Wäre schon die Optimallösung und dann kümmern wir uns danach um den Wohnraum dort. Landsknecht von Singapur noch 10 Runden ausgehoben. 16 Runden dauert das Außenministerium noch, bis wir dann endlich mal die Einheiten günstiger bekommen. Ja, er darf auch mal da lang laufen. Was wollen wir jetzt mit dem machen? Da bauen wir den Unterhaltungskomplex. Campus. Sehe ich jetzt aktuell nicht so viel. Ist die Frage Sägewerk oder entfernen? Wir würden hier natürlich 44 Produktion, 44 Nahrung bekommen. Da würden wir plus 2 Produktion bekommen. Nein, nicht Campus. Ich wollte eigentlich nur gucken, wenn wir einen anderen Bezirk bauen, wie es dann aussieht. Nee. Ja, wir kommen direkt das Sägewerk hin. Dann machen wir es auch dahin. Auch noch 10 Runden. Ja. Der muss noch warten. Kommt
zurück. Der hat genug Schaden bekommen. So, da ist jetzt anscheinend erstmal nichts. Dann ist es eher in der Richtung wahrscheinlich. Dass das Barbarenlager. Ja. Der Kampf steigt gegen Landeinheiten, dann könnten wir es hier weghauen. Vielleicht doch mal das Salpeter noch anschließen. Mal da eine Stadt machen. So wie beispielsweise hier in unserer Hauptstadt. Wie lange wird es denn dauern? 12 Runden mit dem Siedler? Ja, da will ich gleich bauen. Hier vielleicht. 27 Runden mit dem Siedler. Viel Zeit. Da gibt es jetzt erstmal nicht so viel zu sehen. Aber militärischer Vergleich. Sind wir ungefähr gleich auf? Ja, wir können uns natürlich auch mal wieder überlegen, irgendwann nochmal einen anderen, also einen anderen Stadtstaat zu übernehmen, wäre Granada zum Beispiel. Nanmadol da unten. Bezirke an oder neben Küsten- oder Seegeländefeldern bieten Kultur. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken wir mal. Wie viele Bezirke haben wir denn da dran? Doch gar nicht so viele gedacht. Ja, der hier zum Beispiel. Wir haben viel an Wasser dran, aber halt keine Bezirke. Ja gut, und was hatten wir jetzt in Nanmadol? Und wir haben noch Rapa Nui. Ja, gut, die können auch wieder Handwerkerstatuen bauen. Also wir kriegen aktuell 15% Wissenschaft. Durch Genf. Was haben wir noch für Vorteile? Wir können Dinge mit Glauben kaufen. Können wir hier zum Beispiel schauen. Da könnte man ein Monument sogar bauen. Ja. Und hier. Ich glaube, das lohnt sich jetzt gar nicht so sehr, das unbedingt zu kaufen, weil wir das in ein paar Runden dann auch fertig haben. Unwetter. Ja, gehen wir weiter in die nächste Runde. Das Feuer hier ist erloschen. Der Wald hier ist abgebrannt. Da im Nirgendwo eine Dürre und das Unwetter zieht nach Russland. Das ist schön. Die Stadt hat auch keine Mauer, das heißt, da könnte ich dann auch plündern, ohne abgeschossen zu werden. Was wir halt irgendwann mal bräuchten, ist hier noch Belagerung. Es ist halt doch 75, Verteidigung ist halt doch noch viel. Handwerker hat noch 3 Modernisierungen offen. Kann sich heilen. Jetzt können wir mal da oben hinschauen. Reicht noch nicht ganz. Dann müssen wir erstmal hier den Fernkampf machen. Okay, das hat schon gereicht hier und jetzt gehen wir rein. Ist weg. 30 Gold erhalten. Nett. Gibt aber noch Wichtigeres. Kann auch mal hier ein bisschen lang gucken. Ja, Schnee, gut, das ist russisches Gebiet. Das überrascht jetzt nicht, dass es sehr, sehr verschneit ist.
Haben die in zwei Runden haben die Rebellion. Praktisch. Der muss sich im Prinzip einfach mal ein bisschen erweitern. Mahavihara. Der war von Nalanda. Was bringt der nochmal? Plus zwei Wissenschaft und plus ein Wohnraum. Ja, wahrscheinlich will er es wegen dem Wohnraum bauen. Den Wohnraum kriegen wir aber gleich noch. Das kriegen wir anders noch hin. So, Intermezzo. Intermezzo hat die ersten Stadtmauern gebaut. Wo wir mittelalterliche Mauern? Ich glaube, das brauchen wir jetzt. Ich hoffe, wir brauchen es hier nicht. Sechs Runden? Hm. Fünf Runden wäre auch der Hafen fertig. Was haben wir denn da nochmal? Lagerbezirk wird mehr gebaut. Wunderbar, drei Runden haben wir. Schade. Wird da noch irgendein Bezirk fertig? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, dann profitieren wir da nicht mehr davon. Ja, Hafen oder nochmal Mauern. Gehen wir auf den Hafen. Ich glaube, wenn, dann kommen die schneller hier rüber, die Russen. Und zumindest mal die Grundlage an Mauern haben wir damit. Und ansonsten müssen wir halt noch Einheiten dorthin schicken. Geht natürlich auch. Ich könnte eigentlich auch mal so eine Fernkampfeinheit, wie zum Beispiel so eine, dass wir sowas mal nach da oben schicken, ja, nachdem die eine gestorben ist. Mach mal so. Der läuft hoch. Und der läuft dorthin. Ja, da laufen sie auch noch rum mit Krieger und Ramböcken. Aber die sind natürlich halt in der Wissenschaft auch heftig weit vorne. Und es sieht man natürlich da, 43, 13 Forschungen sind die vor uns. Weiter geht's. Okay, Cardiff wurde uns abgenommen. Das werden wir gleich wieder lösen. Da werden wir natürlich entsprechend Gesandte wieder reinschicken. Petra ist ein brillantes Beispiel für das künstlerische Talent des Menschen, unfruchtbare Felsen in ein majestätisches Wunder zu verwandeln. Ich finde es irgendwie toll, weil das Weltwunder einfach größer ist als alles andere, was wir bisher gebaut haben. Also auch als diese Siedlung, die wir bisher dort haben. Leben ein paar Menschen, aber sie haben Petra gebaut, weil die einfach tolle Händler dort hatten. Zu entdecken. Und wenn wir alles entdeckt haben, kommen wir zum Anfang zurück und erkennen den Ort das allererste Mal. Ja, okay, wir könnten jetzt eine Handelsrepublik werden. Okay, die haben jetzt den Händler bekommen. Ich glaube, das Heavy Metal eigentlich. Die haben Wohnraum, aber die haben kein Wachstum, weil die nicht genug Nahrung bekommen. Das heißt, da wird es gut passen. Die haben Wohnraumprobleme, die auch. Dann schicken wir es dahin. Oh ja, jetzt kommen richtig gute Felder zusammen und jetzt haben wir keine Verpflichtungen mehr. Viel Produktion da oben. Das ist natürlich heftig. Halt den Kornspeicher hin. Ja. Wenn die Händler dann zurückkommen, können die Händler dann auch wieder woanders hingehen, weil die Stadt ist jetzt tipptopp. Also
Die hat wirklich das Optimale rausgeholt. Und wie man hier eben noch sieht, ne, da ist halt fast nichts da eigentlich. So ein paar Hütten irgendwie so. Ja, man kann doch mit dem Schiff reinfahren. Das sieht schon einigermaßen monumental aus, aber es wohnen halt eigentlich keine Leute dort. Aber eben dieses, ja, sehr besondere Weltwunder. Direkt neben diesem Naturwunder, was optisch auch ganz gut finde ich, passt zusammen. Mittwoch hat sich gelohnt, die Stadt. Ja, wo gehen wir jetzt weiter? Hier im Kulturbaum. Das geht eher so in Richtung Glauben. Allerdings ist es so, wir müssen eh da durch. Und diese Eingebung kriegen wir nicht. Also wir haben ja keine eigene Religion. Großen Künstler kriegen wir wahrscheinlich auch nicht. Es könnte also auch gehen. Kunstmuseum haben wir auch noch nicht. Machen wir die Reformkirche. Ja, mit denen warte ich jetzt mal. Schauen wir jetzt erstmal noch ein bisschen an, was es hier eigentlich gibt. Auch unser Himerius hilft dabei zu erkunden. Ja, die können, glaube ich, eigentlich einfach zurückgehen. Okay, wir können weiter in der Produktion gehen, beziehungsweise wir können eigentlich auch erstmal hier wieder gucken. Wollen wir eine Handelsrepublik? Eigentlich nicht, weil ich will den Wohnraum noch haben. Günstigere Einheit, also Einheiten günstiger verbessern, ginge aktuell noch. Müsste man noch mal ein bisschen Gold raushandeln von unseren Verbündeten. Fragen wir doch erstmal China mal nach. Die dürften ja genug Gold haben. Wobei die Frage ist, wann haben wir die Abstimmung? Es sind zwei Runden, ne? Ah nee, dann handle ich das, glaube ich, nicht raus. Ich könnte auch den Armbrustschützen noch mal verbessern. Ja, machen wir den. Und dann machen wir einfach diese Karte hier. Die machen wir jetzt weg. Lager- und Hafenbezirke schneller bauen machen wir immer noch. Wir machen auch die defensiven Gebäude eigentlich noch. Dieses Gold durch Stadtstaat müssen wir wahrscheinlich wieder reintun, weil es bringt einfach viel zu viel Geld. So, das sind wir jetzt wieder bei 75. Top. Händler können wir nicht bauen aktuell, da haben wir die maximale Stufe erreicht. Also eine Stadt mit wirklich wenig Produktion. Ja. An sich Wohnraum hat er ja. Allerdings, ja. Dauert halt echt lang. Ich könnte mal mit dem Spion anfangen. Ist halt 20 Runden ist natürlich schon, oder 19 Runden ist schon unglaublich viel. Aber die Stadt kann nicht so viel sinnvolle Sachen machen einfach. Großer Leuchtturm, wie sieht es denn damit aus? Kein Ergebnis gefunden. Bringt ein kleines bisschen Gold, mehr Fortbewegung für Marineeinheiten. Viel Marine haben wir natürlich nicht. Aber wenn es das noch nicht gibt, können wir es trotzdem mal probieren. Machen wir einen großen Leuchtturm hin und zwar platzieren wir den hier daneben. 22 Runden, wie gesagt. Dann Metina. Genau, Wunder werden ja schneller gebaut.
Gehen wir erst Werkstatt und dann, glaube ich, Markt. So, dann haben wir ja Card verloren. Warum? Einfach nur ein Ding. Na gut, nehmen wir wieder. 65 Gold brauchen wir dafür. Okay, das kriegen wir ja nächste Runde. Wohnraum und Wohnraum, ja. Dort sind Barbaren angesiedelt, okay. Gut. Man könnte sogar hier noch eine Stadt bauen. Ja, mal schauen. Genf hat sich auch immer noch nicht zum Salpeter ausgebreitet, obwohl das Salpeter so wichtig wäre für uns. Die auch nicht. Da wäre Salpeter, haben sie auch immer noch nicht. Das kriegen wir einfach nicht. Da müssten wir, wenn dann, Jaroslawl erobern. Gucken wir mal, nächste Runde. Entweder hier plus 5 Kultur. 5 Kultur ist schon heftig viel. Haben wir Seide woanders? Ich glaube schon, ne? Ja, da unten haben wir es. Dann machen wir erstmal das Partei hier. Hier die 5 Kultur dazu. Gehört wahrscheinlich zu der Stadt. Hier gehört zu Heavy Metal. Ja. Das Wachstum ist halt nicht optimal. Und ist natürlich nicht besser geworden durch dieses Feld, aber die Kultur haben sie sich verdient, weil die brauchen eigentlich mehr Kultur, damit die mal diese ganzen Wasserfelder noch endlich mal so an sich reißen. Wann nehmen sie die eigentlich? Und dann nehmen sie doch das Wüstenfeld. 1, 2, nein, die Felder. Das passt so gut zu dir. Naja. Hui, da haben sie gerade eine Panzerabwehrmannschaft ausgebildet. Das ist natürlich ordentlich. Ah ja, okay, die Stadt hier, die ist jetzt selbstständig, rebelliert aber kaum. Die rebelliert ja wirklich kaum. Bisschen mehr Wohnraumdruck wäre da wichtig, ne? Das ist ja, okay, das wächst hier. Ja, die haben halt einfach hier noch den Wohnraummangel, der wird sich aber einrenken. Der wartet. So, Heavy Metal. Wobei, wir könnten natürlich auch mal hier unsere Aufgaben erfüllen. Granada, Valletta, Rapa Nui. Da haben wir 0 drin. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich eindeutig gewesen. Da müssen wir nichts machen. Rapa Nui, da haben wir auch 0 drin. Also 07, 07. Würde uns mehr Produktion militärisch geben? Würde uns Moai-Statuen geben? Die Kultur würden wir wahrscheinlich nicht so kriegen. Dann schicken wir den jetzt den Handelsweg dahin nach Granada. So, haben wir die Aufgabe erfüllt. Okay, ein... Ui, da haben sie ein bisschen Militär. Da haben sie wohl mal irgendwann probiert, Stonehenge zu bauen und ist anscheinend gescheitert. Gut, da gibt es, glaube ich, nichts mehr unbedingt zu sehen. Hui, die haben schon Flugplatz. Da oben auch nochmal eine Mine. So, dann wollten wir jetzt bei Cardiff mich nochmal ausheben. Wahrscheinlich wieder dieses eine Schiff da unten, ne? Oder? Das hier, ja.
Crystal Meth hier, was wollt ihr? Industriegebiet, da habt ihr weitergebaut. Top, nächste Runde könntet ihr beim Hafen weitermachen. Spion wäre dort in 8 Runden fertig. Die meisten Felder hat er. Wassermühle würde halt nochmal diesem einen Feld Nahrung bringen. Ich glaube dann nicht, weil das ist ein Luxusgut. Das heißt, es wären 2 Nahrung, 1 Produktion mehr. Das ist jetzt nicht die Welt für 3 Runden. Koloss würde nochmal ordentlich Gold bringen. Also würde ein Händler mehr bringen und nochmal Gold. Wird denn der Koloss irgendwo gebaut? Also, der Kolosseum wird gebaut, nicht der Koloss. Dann machen wir den Koloss hier. Da. Ja, die haben nicht so viel. 13 Runden würde der Spion dauern. Wir brauchen aber den Spion irgendwann. Deswegen machen wir das mal. Genau, die Stadt ist unabhängig geworden, da man Vulkanausbruch Zeitalterpunkt, weil wir ja die Armee von Cardiff ausgehoben haben. Es sind noch viele Runden. 105 Punkte haben wir, das heißt bis zum normalen Zeitalter ist nicht mehr viel hin. Ja, 2 Weltwunder haben wir aktuell im Bau. Nicht schlecht. Okay, neue Abstimmung. Handelspolitik. Handelswege an den gewählten Spieler gewähren plus 4 Gold und der Spieler erhält eine Handelswegkapazität. Dann nimmt er natürlich uns. Und verdient doppelte Punkte bei großen Persönlichkeiten. Wo kriegen wir denn aktuell viel? Händler wäre vielleicht nicht so verkehrt, ne? Ja. Großer Ingenieur ist auch nicht so verkehrt. Sind wir denn da eigentlich? Ach da, ups, sorry. ich sehe mich ja immer oben. Wir sind da noch relativ weit unten, aber ich meine, wir kriegen natürlich immer relativ viel über die großen Admiräle, die sind aber halt schwach auf der Karte. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche dabei. Da kriegen wir 11, da kriegen wir sogar am... Oh ne, China kriegt 22, okay. Auf der Seite müssen wir gar nicht gucken, da machen wir nämlich gar nichts. Wir haben auch keinen Wissenschaftler, keine Punkte dafür. Also ich glaube, dass Händler sich schon auch lohnen. Dann soll der Kongo von mir aus diesen ersten, den Fugger bekommen, der eh uns nicht so viel bringt. Und wir bekommen dann vielleicht danach. Gehen wir mal auf die großen Händler. Nein, das ist mir wichtiger. Dass wir die Handelswege bekommen. Okay, verdoppelte Punkte bei unseren Wissenschaftlern. Das wollen wir natürlich nicht, weil da kriegen wir keine. Schade. Aber wir bekommen einen Handelsweg. Und für die Gegner lohnt es sich, zu uns Handelswege zu schicken. Masse produzieren kann, ist weder wahr noch Kunst. Ja, ein Handelsweg zusätzlich. So, Gemetzel, was macht ihr denn? Ihr könntet eine Schiffswerft bauen. Hättet ihr auch mehr Produktion aktuell. Schön finde ich, dass bei der Stadt bisher noch kein Gemetzel so stattgefunden hat. Wir haben immer wieder mal da drauf geschossen, aber sie wurde noch nicht belagert, obwohl sie sehr nah bei 2 Gegnern liegt.
Ja, ihr bekommt die Schiffswerft. Genau. Gehen wir mal in die Forschung rein. Wie lautet der nächste Schritt? Wir haben jetzt die Massenproduktion. Dann gehen wir zu den Belagerungstaktiken rüber, weil dann können wir hier zu diesen, ja, vor allem zum Musketier auch gehen. Und dort erhalten die Steinbrüche nochmal zusätzliche Produktion. Ja. Dann wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle bei unserem Kampf mit Ungarn. Aktuell auf dem friedlichen Weg, aber natürlich probieren wir so ein bisschen hintenrum auch so die Fäden zu ziehen. Gerade über unsere Marionetten, und zwar die Stadtstaaten, versuchen wir natürlich die ein oder anderen Vorteile so auf unsere Seite zu ziehen. Mal schauen, ob es für den Sieg dann ausreicht am Ende. Mal gucken. Ja, ich freue mich wieder fürs Zuschauen. Ihr könnt gern Kommentar da lassen, Feedback mir geben und ein Like da lassen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.